Für den heutigen Videobeitrag haben Tobi Braun und ich in unseren Überlegungen, in unserem Zusammenspiel die Idee gehabt, dass wir den Hintergrund hier wählen im Sinne von Brechungen, Spiegelungen, die Hinweis sind auch für den Inhalt, um den es mir jetzt geht. Es geht um eine Dämonenaustreibung und man erschrecke nicht. Es geht um die Fortsetzung der Berufungsgeschichte biblisch. Und dabei geht es natürlich nicht darum, wie Geister uns nahe treten, wie plötzlich sozusagen die Milch im Kühlschrank sauer wird oder ein Fensterladen knallt und man Angst kriegt. Nein, es geht um seelische Brechungen, Fragmentierungen, Zersplitterungen. Und dass Jesus genau dies als seine allererste Tat, seine erste Handlung uns zeigt, das wäre auch Auftrag des Glaubens, Auftrag der Religion, Auftrag der Kirche, wenn man so will. Worum geht es? Ich lese zunächst einmal den biblischen Text und werde ihn nachher ein wenig interpretieren. Dieser Text steht bei Markus 1, Vers 21 bis 28. In Kapernaum ging Jesus am Sabbat in die Synagoge und lehrte, und die Menschen waren voll Staunen über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, nicht wie die Schriftgelehrten. In ihrer Synagoge war ein Mensch, der von einem unreinen Geist besessen war. Der begann zu schreien: Was haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Da drohte ihm Jesus: Schweig und verlass ihn. Der unreine Geist zerrte den Mann hin und her und verließ ihn mit lautem Geschrei. Da erschraken alle und einer fragte den anderen: Was ist das? Eine neue Lehre mit Vollmacht? Sogar die unreinen Geister gehorchen seinem Befehl und sein Ruf verbreitete sich rasch im ganzen Gebiet von Galiläa. Dämonen. Ein Mann mit einem Dämon hier nicht außerhalb, nicht wie ein Asozialer irgendwo weggesperrt oder in einer Forensik und nicht wie ein Tier hinter Gittern, sondern in der Synagoge. Das muss doch sehr überraschen. Ausgerechnet an einem heiligen Ort der Versammlung einer Gemeinschaft, die beten, mittendrin einer, der besessen ist. Was meinten hier Besessenheit, Obsessionen, die dieser Mensch hat? Vielleicht seit Kindertagen wurde ihm das Arsenik der Angst eingeimpft und jetzt ist er geprägt von diesen Zerrissenheiten zwischen innen und außen. Ich, du, Gott, Mensch. Und er selber, so wie beim ausfahrenden Geistern, der hin und her zerrt, er selber ist hin und her gerissen und weiß nicht, wer er selber wirklich ist. Er kann nur mit höchstem Widerstand sagen: Lass alles, wie es ist, lass die Finger von mir, lass mich gefälligst in Ruhe. Deswegen ist auch so bedenklich, wenn manchmal Menschen anderen sagen: Bleib, wie du bist. Nein, werde der du bist, sei du du selbst. Aber wie geht denn dieser Vorgang? Hier im Evangelium ist es so, dass Jesus zunächst mal zwar Nein sagt, dass dieser Widerstand bleiben darf, dann aber doch ganz viel Raum gibt. Und wenn dieser Mann mit lautem Geschrei ausfährt, ist es, wie wenn es manchmal Tage, Jahre braucht, bis ein Mensch anfängt, aus sich herauszubrüllen, was ihn immer so gequält hat. Die Zwänge, der Perfektionsdrang,
aber auch die Reduktion nur noch auf Sachlichkeit, die Einengungen im Leben, die Bevormundungen, all das, was Menschen das Lebenswerte nimmt, bis das wieder herausgebrüllt ist, und es muss nicht immer hörbar laut sein, sondern es ist manchmal ein inneres Wimmern und Schreien, da ahnt man die therapeutische Funktion der Religion. Bei Dostojewski habe ich in seinem Buch Die Dämonen eine Stelle gefunden, wer nachlesen will. Es ist in Römisch 2, 6,7, so etwa um die Seite 400 bis 403, wo er sagt, das Dämonische sei charakterisiert von drei Haltungen oder drei Gegebenheiten. Das erste, es geht um eine Uniform, und dabei meint er sicher nicht nur einfach das Jackett wie bei Polizei oder Militär, sondern alles uniformierte Denken, alles, was nur auf Vereinheitlichung zielt. Das zweite, sagt er, das ist oft gepaart mit Sentimentalität und Weichheit, ganz seltsam, obwohl Härte demonstriert wird. Und das dritte, die Scheu vor einer eigenen Meinung. Wenn diese drei Dinge oszillierend ineinander greifen, da sagt er, da haben wir es mit dem Dämonischen zu tun. Und er meinte damals, Dostojewski sicher, die sozialistischen Revolutionäre, die ein solches Gehabe zeigen. Aber das ist nichts Beiläufiges, sondern ist offenbar etwas, was tief in ein Menschenleben hineingreift und wo es insgesamt darum geht, von der Vermassung und Masse wegzukommen zum Gefühl, ich bin ein Einzelner. Ich habe dies einmal selbst erlebt in meiner psychotherapeutischen Arbeit. Ich will es anonymisierend kurz darstellen. Ich habe den Namen verändert, ein wenig die Gegebenheiten, aber inhaltlich trifft es schon zu. Da ist eine junge Frau zu mir gekommen, die, wie ich später dann erfuhr, von ihrem Onkel sexuell nicht nur missbraucht wurde, sondern vergewaltigt, etwa in einem Alter von 8, 9 Jahren, und später hat dann ihr eigener Vater aus Rache die Tochter dieses Verwandten auch sexuell missbraucht, und sie selber wurde mit 13 in einem Schwimmbad vergewaltigt ein zweites Mal, und der, der es getan hat, der hat sich später das Leben genommen, und da meinte die Frau, der Geist dieses Mannes würde immer noch in ihr hausen. Psychologisch, psychoanalytisch muss man dann natürlich eine andere Spur nehmen. Wie lange braucht es, bis dieser innere Geist einen in Ruhe lässt, bis man frei wird? Also jedenfalls im Gespräch mit ihr hat diese Frau, wenn sie in sich auch dieses Wir hatte, wie im biblischen Kontext diese drei Stimmen, da hat sie manchmal die Fünfjährige vor sich oder in sich gehabt und so etwa so gesprochen, ja, meine beste Freundin ist die Sonja und wir gehen täglich in den Kindergarten und das macht so viel Spaß, wenn wir mit unseren Puppen spielen. Ja, das war die Fünfjährige. Wenn sie wie die 13-, 14-Jährige sprach, dann hat sie genestelt und ja, ich weiß auch nicht, und sie konnte aber auch als erwachsene Frau sprechen und sagen, ja, ich habe vor, vielleicht ein Restaurant zu eröffnen. Ich habe Sinn für Einrichtungen, ich habe Sinn für gute Küche, da sitzen meine Begabungen. Ich will damit nur sagen, dieses Wir wird, wenn es um Heilung geht, zu einem Ich. Und das ist der Sinn, wenn Jesus Menschen begegnet und andere aufruft, helft mit, dass Menschen wirklich sich selber finden im Angesicht dessen, der sagt, ich bin für dich da, Gott.